Reichenbach, 1974 gefeierter Europameister im Kugelstoßen, starb im vergangenen Monat an plötzlichem Herzversagen mit 47 Jahren. Nach dem Ende seiner Leichtathletikkarriere hatte der Sportler in Berlin ein Fitnessstudio eröffnet, in dem er fortan einen fanatischen Muskelkult zelebrierte. Wurde auch hier mit Deggendorfer Anabolika gedealt? Fakt ist, dass Reichenbach im Visier der Staatsanwaltschaft stand. Bei einer Razzia 4 Wochen vor seinem Tod erzielten die Fahnder einen Teilerfolg. Herrn Reichenbach und einem weiteren Beschuldigten wird ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz vorgeworfen. Herrn Reichenbach wurde das vorgeworfen. Das Verfahren ist natürlich jetzt wegen des Todes eingestellt worden. Hintergrund ist folgendes. Beide sollen aus diesem gemeinsam betriebenen Fitnessstudio heraus Muskelaufbaupräparate verkauft haben, die zwar keine Anabolika waren, aber als Arzneimittel, Medikamente angesehen wurden, die hier in Deutschland nicht zugelassen waren. Er hat sich also königlich amüsiert, dass die Polizei, die bei ihm andere Präparate, auch illegale, suchte, sie nicht gefunden hat in seiner Wohnung. Er hat auch noch extra gepriesen, die Qualität in Thailand hergestellter Dianabolartiger Präparate, sogenannte Thai Balls, wie sie ihm abgekürzt genannt werden. Das heißt also, er war bis zum Schluss ein voller Vertreter für anabole Steroide. Wenige Wochen später war Ralf Reichenbach tot. Sein Körper mutiert zu einem Stück menschlicher Muskelmasse mit einem Herzen, das durch den Anabolika-Konsum 30 Jahre älter war als er selbst.